Das Umspannwerk in Recklinghausen Süd wurde 1927/28 aus unfassbaren 2 Millionen Ziegeln errichtet. Nach zahlreichen Umbauten erfolgte ab 1980 dann die Restauration und 1991 bis 94 schließlich nach Überlegungen der Schließung die Umrüstung auf gasisolierte Anlagen. Somit entstand eine einmalige Kombination aus Baudenkmal, technischem Denkmal und moderner Betriebsstätte. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potananda aus dem Umspannwerk in Recklinghausen. Hier im Umspannwerk in Recklinghausen befindet sich das Deutsche Museum der Elektrizität. Hier wird die Geschichte der Elektrifizierung erzählt. Ein Museum zum Anfassen und Ausprobieren für die ganze Familie. Was ist Strom? Wo kommt er her und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ja, Strom kommt aus der Steckdose, aber wo kommt er eigentlich genau her? Und wie funktioniert das eigentlich überhaupt mit der Elektrizität? Wer oder was ist eigentlich Ohm? Und sind Elektroautos eigentlich eine Erfindung der Neuzeit? Hier wird der Alltag Strom beschrieben. Wir blicken zurück in die Historie und in die Zukunft. Was genau bedeutet Strom? Wenn ihr dabei sein wollt, bleibt dran und kommt mit. Wir zeigen euch das Umspannwerk Recklinghausen Zeitreise Strom. Im Dezember 2000 resultierte mit der Eröffnung des Museums Strom und Leben eine weitere Aufwertung. Das Museum Zeitreise Strom erzählt die Geschichte der Elektrifizierung in 12 Kapiteln, von der Sammlung als Herz jeden Museums bis hin zur Zukunft der Elektrizität, mit Themen über Energie, Netze, Mobilität, Mensch, Maschine, Visionen der Menschen in Verbindung mit Elektrizität und Zukunftsvorstellungen. Die Ausstellung wirft Fragen auf, regt zum Nachdenken und lädt zum Mitmachen, Anfassen und Entdecken ein. Große und kleine Museumsbesucher erfahren die Anfänge der Elektrizität, lernen, wie Strom erzeugt und übertragen wird und begreifen unter anderem die Anfänge der Elektromobilität, der Motoren und der Computerwelt. Ja, was wäre unser Alltag ohne Strom? Guckt euch mal um. Die ganzen Alltagsgegenstände und jetzt sagt mir mal, wer von euch hatte alles diese Gegenstände bei euch zu Hause? Entweder eure Großeltern, eure Eltern oder vielleicht sogar ihr selbst. Na, habt ihr ein paar Gegenstände erkannt? Also mein Traum sind auf jeden Fall die ganzen alten Mobiltelefone. Herrlich! Darüber hinaus beschreibt die Zeitreise Strom die Veränderung durch Strom für Leben, Alltag und der Gesellschaft. Spannend wird veranschaulicht, welche Einflüsse und Auswirkungen Strom für das Vergnügen und das Spielverhalten der Kinder und auch Erwachsenen hat. Ich habe jetzt so richtig Bock auf eingelegte Bohnen. Ah, ja, guck mal, da habe ich noch welche gefunden, aber wow, wie alt mögen die wohl sein? Letztendlich wird dokumentiert, wie sich auch die Werbung für Strom in 100 Jahren verändert hat. Und welche Rolle und Bedeutung Strom unter anderem in der modernen Medizin erlangt hat. Ja, nicht nur im Alltag ist die Elektrizität nicht mehr wegzudenken. Auch in der Medizin, besonders in der Diagnostik, liegen hier wirklich Quantensprünge. Hier sieht man zum Beispiel einen Defibrillator von 1970. Oder, was haben wir noch? Instrumentarium, eine Kolbenspritze, ein Hörrohr, alles, was das Herz begehrt, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Gut, dann einmal nur ein bisschen die Spitzen und vielleicht mal den Nacken ausrasieren. Etwas ausdünnen, nicht ganz so kurz. Der Bart muss ab. Bart, nee, am Bart auf gar keinen Fall. Okay, dann würde ich sagen, so wie immer.
so eine lange Nummer. Ne? Fahren, arbeiten, wohnen, heilen. Vergnügen, Werbung, spielen. Ob in der Gegenwart oder in der Zukunft. Ohne Strom läuft nichts. Wir gehen weiter auf Entdeckungsreise. Genau, das ist meine Welt hier, der Gameboy, der hat es mir angetan und ich muss euch gestehen, ich habe mir tatsächlich unlängst auch noch mal wieder einen zugelegt. Herrlich, bin ich noch mal eben ins Kino gegangen. Gleich fängt der Hauptfilm an. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Muss ich schon wieder lachen. Wurde auch tatsächlich gerade eben gefragt, ob es hier wirklich noch eine Hausfrau gibt, die noch ohne Persil wäscht. Könnt ihr euch das vorstellen? Unfassbar heutzutage. Zeitreisestrom im Umspannwerk Recklinghaus. Eine Zeitreise für die ganze Familie auf 1800 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Für mich besonders interessant natürlich die Wählscheibentelefone, die Plasmakugel und nicht zu vergessen die Videospiele, die ganz frühen aus meiner Kindheit. Das Ganze in 4 Gebäuden, absoluter Tipp. Hier in Recklinghausen das Umspannwerk Zeitreise, Strom, das Museum für Elektrizität.